Servus zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Es ist mittlerweile mein 31. Vlog. Ich glaube, ich habe das letzte Mal völlig vergessen, euphorischer zu sein, dass ich schon 30 bla 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 Vlogs habe. Ich wollte das böse Schimpfwort jetzt nicht sagen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr hattet ja länger nichts von mir gehört. Ich habe euch meinen Barcelona-Trip am Donnerstag so ein bisschen näher gebracht, relativ ausführlich sogar. Aber der Vlog letzten Sonntag ist ausgefallen, gestern habe ich es auch nicht geschafft. Es kam bei mir wieder so viel zusammen. Ich glaube, ich fange mal am besten von vorne an zu erzählen. Erst waren wir ja in Barcelona. Ich bin dann die Woche darauf jetzt auch noch krank geworden. Ich habe eine Gürtelrose bekommen, also man sieht es jetzt nur noch ganz leicht. Ich habe jetzt, sehe ich gerade, ich kann es euch dann mal zeigen, näher zeigen. Ich habe vergessen, das gerade einzukleben, deswegen sieht es jetzt gerade noch ekliger aus. Ich bin aber laut Arzt nicht mehr ansteckend. Da gab es auch ein Hin und Her. Also ich muss echt mal ganz von vorne anfangen, weil das war echt, was ich in den letzten anderthalb Wochen erlebt habe, das war echt schon wieder so witzlos. Erst war es so, dass ich zum Hausarzt bin, weil, also ich habe mich schlecht gefühlt und ich habe hier unten, habe ich, wenn ich so mit dem Finger drüber gegangen bin, hat sich das angefühlt wie so ein riesiger blauer Fleck, aber es war nichts zu sehen und da hat sich dann irgendwann noch hier vorne diese Stelle gebildet und ich bin nur so ganz leicht mit dem Finger drüber und ich hatte schon Schmerzen und dachte mir so, okay, was geht denn jetzt ab, was ist denn jetzt los? Dann bin ich halt auch zum Arzt, war krank und dann 2 oder 3 Tage später habe ich dann die Gürtelrose hier entdeckt, beziehungsweise erstmal so 2 fette Ausschläge und alles klar, was war das? Ich muss mal kurz gucken. Bin wieder da, wenn das iMac macht, was es will. Also ich habe dann jedenfalls die 2 Ausschläge entdeckt und da war es aber noch nicht so schlimm und wusste noch nicht so wirklich, was Sache ist. Bin zum Hausarzt. Der Hausarzt hat gesagt, es ist eventuell eine Gürtelrose, weil ich eben auch noch an der Brust hatte. Und ja, dann musste ich halt zum Dermatologen und der hat halt dann gesagt, ja, Gürtelrose und ich muss sofort so Medikamente nehmen über eine Woche. Plus Anestesulf, irgendwie sowas. Das ist so eine milchige Creme, die schmiert man drauf und die trocknet das halt dann im Prinzip aus. Die nutze ich jetzt immer noch. Ich muss ehrlich gestehen, ich sollte die 1 bis 3 Mal täglich anmachen. Ich war froh, wenn ich es einmal am Tag gemacht habe. Ich habe das einfach jedes Mal vergessen, was auch echt relativ doof war. Vor allem deswegen, weil ich das Medikament nicht bekommen habe. Das ist echt der Oberknaller. Und zwar, die Krankenkasse übernimmt die Zuzahlung für dieses Medikament nicht mehr, das Originalmedikament. Und die Zuzahlung wäre dann, nimmt die Kosten dafür nicht mehr, außer halt diese Zuzahlung von mir. Und die Zuzahlung von mir wäre für dieses Medikament insgesamt 70 Euro gewesen. Und dann hat mir der Dermatologe schon gesagt, ja, okay, es gibt Medikamente von Drittherstellern und nehmen Sie das am besten. Dann habe ich die ich habe dann das Rezept bekommen, habe die Medikamente alles durchsucht. Jede Apotheke war in komplett Deutschland ausverkauft. Niemand konnte mir das Medikament besorgen, außer das Original. Alle wollten sie mir dann auch das Original andrehen, also teilweise schon, wenn ich so drüber nachdenke, relativ penetrant wollten die mir das andrehen. Und ich habe dann gesagt, ja, also ich würde halt gerne noch gucken, weil es ist jetzt für mich 70 Euro, finde ich schon hart dafür, dass ich so viel in die Krankenkasse einbezahle und dann das Medikament nicht bekomme. Und dann habe ich es bei Doc Morris entdeckt, diese Online-Shopping-Apotheke. Und da waren es nur 20 Euro Zuzahlung für das Dritthersteller-Medikament. Ich sollte ihnen aber mein Rezept schicken. Ich sage, okay, 20 Euro mache ich, ist jetzt eh schon wurscht. Habe es eingeschickt, dann hat mir Doc Morris eine E-Mail geschickt, einen Tag später, dass das Medikament doch nicht verfügbar ist und dass sie sich wieder bei mir melden, wenn irgendwie ich halt das, oder wenn sie das Medikament besorgt haben, weil in der Regel besorgen sie es innerhalb von 24 Stunden. Ja, dann habe ich am Mittwoch nichts gehört, dann habe ich am Donnerstag nichts gehört und am Freitag immer noch nicht. Und am Freitag, ich weiß nicht, wie ich auf diese glorreiche Idee gekommen bin, aber da habe ich mich dann mal bei Doc Morris selbst angemeldet und dann stand da, dass sie es storniert haben. Da dachte ich mir so, hä, ihr schickt mir für jeden kleinen Scheiß, schickt ihr mir eine E-Mail, aber dass ihr diese Bestellung einfach storniert, da schickt ihr mir nichts. Und mein Rezept war weg. Also es war echt super cool. Dann ich am Freitag habe ich bei meinem Dermatologen dann angerufen. Mein Dermatologe hat dann gemeint, ja, es ist eh schon viel zu spät, weil bei so einer Gürtelrose sollte man das von Anfang an nehmen. Ich soll es jetzt einfach mit diesem Anestesulf weitermachen und wenn ich weiterhin Schmerzen habe, die soll ich halt nicht tolerieren, sondern dann wirklich auch eine Ibuprofen oder sowas nehmen. Das habe ich tatsächlich bis dahin nicht gemacht. Ich hatte, um das mal ganz kurz zu erklären, ich hatte keinen Jucken. Mir wurde dann gesagt, dass es eigentlich weh tut. Ich hatte wirklich erst, als es richtig scheiße aussah, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch, hatte ich dann Schmerzen und die waren übel. Also die kamen irgendwie so gefühlt viel zu spät und standen in keiner Relation zu diesem Ausschlag. Also ich habe mich wirklich gefühlt, als hätte mir einer
einen Faustschlag nach, Ausschlag wollte ich sagen, als hätte mir einer einen Faustschlag nach dem anderen draufgegeben. Also das stand wirklich kein Jucken, nichts, sondern ich habe dann, meine Freundin hat dann gemeint, ich soll es mit Wasser so abtupfen, und dann habe ich das gemacht. Ich bin ohne Scheiß im Bad rumgesprungen vor Schmerzen. Ich hatte schon lange nicht mehr so Schmerzen. Es hat sich wirklich gefühlt, als hätte mich einer verprügelt, aber nur meinen rechten Arm. Und an der Brust hatte ich überhaupt keine Schmerzen. Kleiner Funfact noch am Rande, diese Gürtelrose, das ist ja irgendwie, wenn man Windpocken als Kind gehabt hat, so hat mir das der Arzt erklärt, kann das sein, dass eben auf diesem Nervenstrang, und deswegen ist es auch nur einseitig, diese Gürtelrose, weil auf diesem Nervenstrang halt auch, ich weiß nicht, ob es bei allen Menschen ist, die Windpocken hatten, halt dieser Virus oder so, ich habe keine Ahnung, wie er mir das genau erklärt hat, auf den Nerven ein Leben lang ist, aber halt so stumm verläuft oder sowas. Und das kann aktiviert werden, entweder durch Stress oder durch einem anderen Virus, den man in sich hat. Keine Ahnung, also ich hatte nicht wirklich Stress. Vielleicht diese Barcelona-Reise, die war schon sehr stressig, aber ob das das dann ausgelöst hat, weiß ich jetzt nicht wirklich. Ich konnte dann auch echt ewig nicht arbeiten. Ich hatte dann öfters, also zum Ende hin der letzten Woche habe ich dann auch selbstständig mal Ibuprofen genommen, aber am Anfang gar nicht. Das war dann vielleicht auch ein bisschen doof. Und ja, also jetzt bin ich auch, wie gesagt, laut Arzt nicht mehr ansteckend. Und ja, sonst habe ich eh aufgepasst. Also ich war kaum draußen, ich bin eh verrückt geworden, weil ich fast nur hier drinnen war. Und ja, dementsprechend. Ihr werdet es euch vielleicht schon gedacht haben, nachdem ich kein neues Video gepostet habe, ist auch die 90-Tage-Challenge für den Arsch. Ich muss sie leider, oder ich habe sie leider wieder abgebrochen. Also ich kann jetzt, konnte 2 Wochen nichts machen, und laut Dermatologe muss ich immer noch 1 bis 2 Wochen mit Sport warten. Bis auf Spazierengehen habe ich auch tatsächlich nichts gemacht. Das nervt mich richtig, und ja. Deswegen habe ich die abgebrochen. Ich fange irgendwann mal eine neue an. Ich hoffe wirklich, dass ich dann einfach keinen Stress habe und nichts und einfach mal diese blöde Challenge durchziehen kann. Ich muss aber dazu sagen, dass ich mache es jetzt nicht mehr offiziell, aber ich werde weiterhin versuchen, täglich Sport zu machen, oder halt jetzt wieder anzufangen, dann täglich Sport zu machen, wenn es wieder geht, und mich auch gesund ernähren. Also ich versuche da jetzt auf jeden Fall dran zu bleiben, und das ist mir jetzt halt während der Krankheit nicht ganz so gut gelungen. Ich muss ja dazu sagen, dass ihr, wenn ihr meine Vlogs verfolgt, schon wisst, dass sobald ich krank bin, dann kriege ich so Heißhungerattacken und so Fressflashes. Also ich habe mich fast immer unter Kontrolle, außer an Katertagen und wenn ich krank bin. Das ist wirklich krass. Da habe ich einfach keine Kontrolle mehr über, da habe ich auch keine Disziplin und nichts. Das habe ich euch schon mehrfach, glaube ich, erzählt. Und ich habe jetzt nicht so übertrieben krank schlecht gegessen, aber es war halt auch nicht irgendwie eine 90-Tage-Challenge oder in einem sportlichen Verlauf würdig. Dementsprechend waren auch meine Werte relativ kacke. Ich sag's, wie es ist. Also ich habe die kaum runtergebracht. Manchmal wusste ich warum, manchmal wusste ich es ehrlich gesagt nicht. Aber ja, also ich sag mal so, ich glaube, so richtig kacke, habe ich ja schon mal gesagt, esse ich eigentlich nicht. Aber es ist halt für meine Verhältnisse relativ doof, und dementsprechend waren dann auch meine Blutzuckerwerte halt eben nicht so gut, weil es halt eben viele Kohlenhydrate waren. Ja, hinzu kam jetzt auch noch, ja, meine Freundin hat sich dann auch noch verletzt beim Turnen. Da sind wir dann von einem Kreuzbandriss ausgegangen, konnte nicht gehen, ist gehumpelt und mit Krücken. Es waren wirklich 2 Wochen zum Vergessen. Und es hat sich jetzt übrigens herausgestellt, dass es ein Innenmeniskusriss ist, der nicht operiert werden muss. Ist relativ cool, und ja, ein bisschen nervig war das natürlich alles, dass ich nicht wirklich konnte, sie konnte nicht wirklich. Und ich habe dann das Barcelona-Video damals fast, oder was heißt damals, bevor ich krank wurde, fast fertig gehabt. Habe es dann erstmal nicht geschafft, das am Donnerstag zu machen. Habe daher dann meine dritte Story, meine persönliche Diabetes-Story rausgebracht. Und das Video habe ich dann meine Freundin zu Ende schneiden lassen. Das Problem war, dass ich wirklich so Schmerzen hatte, dass wenn ich den Arm hier so oben hatte, ich konnte nicht wirklich arbeiten. Also es hat auch teilweise so wie so ein Schuss dann durch den Arm gegeben. Es klingt echt dumm, aber ich konnte dieses Video nicht schneiden. Und ja, da hat sie dann auch den Rest gemacht. Und ja, wie gesagt, die letzten 2 Wochen waren bei mir echt eine Katastrophe und dann auch so ein bisschen depressiv geworden, weil ich halt wirklich nur hier drin gehockt bin. Meine Werte waren nicht gut. Ich konnte dann wieder diese 90-Tages-Challenge nicht machen, und ich habe mir da so einen Stress dann innerlich gemacht, weil ich mir dachte, es kann nicht sein, dass ich die jetzt schon wieder abbrechen muss. Aber ja, erst hatte ich dann vor 3 Wochen so krasse Knieschmerzen, dass ich 2 Tage nicht joggen gehen konnte. Dann bin ich nach Barcelona geflogen, und als ich dann zurückgekommen bin, hat es eigentlich auch schon. Ich habe dann, glaube ich, 1 oder 2 Tage habe ich Sport gemacht gehabt, und dann ging es auch schon wieder los, dass es mir eben nicht gut ging. Also
Ah, es ist unfassbar, wirklich. Da liegt irgendwie ein Fluch auf diesen Challenges bei mir, aber ich will das irgendwann nochmal durchziehen. Und ja, ich habe mir jetzt auch überlegt, ich werde es jetzt, glaube ich, noch einmal sagen, ich werde auch mit Anfang, Mitte Juni werde ich mich im Fitnessstudio wieder anmelden. Das habe ich jetzt auch fest entschlossen, weil ich komme hier mit dem Sport nicht so klar. Und auch wenn es regnet und so im Fitnessstudio, gehe ich dann aufs Laufband. Da will ich ein bisschen was machen. Und warum erst Anfang Mitte Juni? Weil wir jetzt halt noch spontan European Spring Break gebucht haben, Ende Mai in Kroatien. Da fahren wir noch mit einem Kumpel hin, meine Freundin, ein Kumpel und ich. Das haben wir gebucht. Da war ich schon mit der Gürtelrose krank und das war ein Tag, bevor meine Freundin sich diesen vermeintlichen Kreuzbandriss geholt hat. Ein Tag vorher. Ich dachte mir echt, das kann nicht wahr sein, es kommt alles zusammen. Und ich hoffe auch, dass diese Gürtelrose, dass zumindest der Ausschlag bis zum, ja, also halt bis Ende Mai, bis zum European Spring Break dann vorbei ist. Ja, das wird auch wild. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich es da mit meinen Blutzuckerwerten mache, weil das ist 4 Tage Festival Party. Wird lustig. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich habe da jetzt noch ungefähr 2, 3 Wochen hin. Ich weiß es jetzt gar nicht auswendig. Und ja, mal gucken. Die Woche ist auch. Also eigentlich glaube ich, sollte es schön werden, aber heute regnet es den ganzen Tag. Ich glaube, heute Morgen war es okay, aber jetzt nicht mehr. Muss mal gucken, wie ich das so mache. Weil so ein bisschen Joggen und Sonne würde mir, glaube ich, ganz gut tun vor diesem Kroatien-Urlaub, der echt übel werden könnte, sage ich ganz offen und ehrlich. Aber da freue ich mich einfach mega drauf. Also das wird so eine coole Sache. Wahrscheinlich auch der einzige Urlaub dieses Jahr. Also ich bin da wirklich gespannt. Ansonsten mal gucken. Also ich werde mal schauen, wie ich es mit den Videos mache. Ich habe natürlich dadurch, dass ich gar keinen Elan die letzten Tage hatte und wirklich nur auf der Couch geflackt bin, habe ich nicht mal ein Skript oder sowas oder Ideen für irgendein neues YouTube-Video gehabt. Deswegen, ich habe keine Ahnung. Ich wollte eigentlich das Interview mit Maren und Noni fertig machen. Ich hoffe, ich schaffe es bis Donnerstag in einer Woche. Das ist wirklich jetzt mein Plan. Und was ich am Donnerstag dann für ein Video euch präsentiere, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich sag's euch ganz offen und ehrlich, aber ich habe auf jeden Fall die Motivation, bis dahin noch was zu machen. Und dann kriegt ihr eigentlich am Sonntag auch ganz normal meinen Vlog wieder. Ich habe auch die Woche noch relativ viel zu tun. Ich muss einkaufen müssen wir. Wir müssen dann noch eigentlich mal zum IKEA, weil ich brauche da eine neue Vitrine, wo ich dann vielleicht meine ganzen Lego-Sachen reinstelle, in der Ecke neben dem Fernseher. Und ja, wie gesagt, ich muss noch Videos machen, ich muss in die Arbeit noch fahren. Heute hatte ich einen Homeoffice-Tag, da habe ich relativ frühzeitig aufgehört. Was heißt frühzeitig? Ich habe einfach keine Überstunden ausnahmsweise mal gemacht. Und ja, also wie gesagt, Blutzuckerwerte nicht so geil. Ich muss mal gucken, wie das so mit den Werten jetzt wird, ob ich die wieder unter Kontrolle bekomme. Und ab heute fange ich auch an, mich wieder richtig ordentlich zu ernähren und Sport zu machen. Ja, also das werde ich jetzt nach diesem Videoschnitt dann machen. War eigentlich relativ viel Information heute, aber ich hatte dann gar nicht so viel zu erzählen, weil ich auch nichts erlebt habe. Ich kann euch noch ganz kurz erzählen, wie es war. Ich war auf der Couch gesessen. Oder gelegen, habe dann entweder Final Space geschaut, das schaue ich gerade auf Netflix, finde ich übrigens eine super coole Comic-Cartoon-Serie, die eigentlich mehr einer echten Klassenserie ähnelt, mit einem Hammer-Soundtrack. Und ich habe Lego Star Wars The Skywalker-Saga mir für die PlayStation runtergeladen, vor lauter Langeweile. Das waren meine letzten 1,5 Wochen. Und nein, ich habe nichts anderes gemacht. Ich bin noch auf die Toilette gegangen, habe was gegessen und war im Bett. Es ist einfach, ja. Ich hasse es, krank zu sein. Ich kann auch nicht gut krank sein. Deswegen habe ich nicht so viel zu erzählen. Wir sehen uns Donnerstag und zu einem neuen Vlog am Sonntag. Bis dahin, tschüss.